Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil Remastered. Es geht direkt spannend weiter. Boah, Alter, da klappert das Fenster. Gerade hier eingestiegen und schon mache ich mir in die Hose. Aber kein Problem, denn ich habe die Knarre. Anvisieren, loslassen. Anvisieren, loslassen. Anvisieren, ha, erwischt. Okay, gehen wir um die Ecke. Was kommt jetzt? Godzilla oder wer? Ist mir egal. Ich bin vorbereitet. Solange ich eine Pistole habe, können Fensterscheiben kaputt gehen. Die Teller können sich selber auch sauber machen. Ist kein Problem. Solange ich Munition dabei habe. 18 Schuss. Egal was kommt, solange es stirbt nach 18 Schüssen, bin ich zufrieden. Eine Tür. Oh, ein Gesicht. Das bin ich. Oh Mann, die Kamerasicht, die ist ja wirklich gruselig gemacht. Wie soll ich denn da mich wohlfühlen bei? Oh je, jede Menge Türen, die offen sind. Und was haben wir denn hier? Fangen wir hier an. Die Tür ist verschlossen. Dieses altmodische Schloss ist leicht zu knacken. Ja, ich brauche auf jeden Fall mehr von diesen kleinen komischen Schlüsseln. So, jetzt gehen wir hier rein. Oh, die Tür geht. Die sieht alt und böse aus. Und die macht auch noch komische Geräusche. Oh je. Ein Wasserhahn, der tropft. Das heißt, hier war jemand, hat sich die Hände gewaschen. Und eine Badewanne. Ist da was drin? Ein Zombie, was mich fressen will. Schmutzwasser. Stöpsel ziehen? Ja. Und jawohl, wer kommt da raus? Spider-Man? Irgendwas ist da drin. Ich kann es mir gut vorstellen. Oh, du Idiot, ey. Ich hätte mich ja gleich damit reingelegt. Na, jetzt haben wir den beim Baden gestört, hä? Kein Problem, ich habe 18 Schuss dabei. Der sabbert ja förmlich. Warum ziehst du nicht die Waffe und tötest ihn? Nein, er bleibt erstmal ganz gepflegt da stehen. Bam, bam. Jetzt ist vorbei, Junge. Jetzt ist vorbei. In den Kopf, habe ich gesagt. Yes, da legt er sich erstmal wieder hin. Gucken und zucken. Frisch gebadet, abgemurkst. Ah, er ist saftet. So, liebe Leute, jetzt werde ich natürlich hier gleich das Magazin. Ach, Entschuldigung. Kombinieren mit Pistole macht den Bumm und ich habe für mich wieder wohler. Kann ich ihn ausrauben hier? Natürlich muss ich den Stöpsel ziehen, da ist doch was drin. Ein alter, knackiger Schlüssel. Sauber, da kann ich gleich die eine Tür aufmachen und ich bin wieder zufrieden. Hat sich doch gelohnt, in die Badewanne reinzugehen. Die ist schon lange nicht mehr geputzt worden. Tja, ich glaube, so ein Zombie hat doch keinen Bock, das Klo zu putzen. Naja, hat sich doch gelohnt, ne? Mal eben Badewasser rauslassen für einen geilen alten Schlüssel. Dann werden wir jetzt sofort in die Tür reingehen. Ich habe mal gerochen. Nein, ich habe gehört, dass es in diesen alten Türen immer gute Waffen geben könnte oder seltene Artefakte oder warum kann ich nicht laufen? Okay, hier rein bitte. Möglicherweise können die alten Schlüssel verwenden. Yes, natürlich. Sie haben den alten Schlüssel verwendet. Ich könnte den auch für die andere Tür nehmen, aber ich bin dann so mit der Badewanne in Kombination mit der Tür hier. Ist es natürlich klar für mich, dass ich hier als erst reingehe. Und jetzt bin ich auch noch draußen raus. Alter Schwede, alter Verunkel hier. Oh nö, bitte nicht. Jetzt kommt wieder Stupsi, hä? Wer kommt da angeflitzt? Da rennt da runter, der Hund hier. Eieiei. Alter Schwede. Hauptsache, der bleibt hinter dem Käfig da. Und Blumenerde. Ach nein, das will ich nicht. Negativ. Brauche ich nicht. Aber die Hunde sind da. Und die gehen mir am Sack. Chemikalien mitnehmen. Jo, nehmen wir mit. Eine Chemikalie ist immer was Gutes. Was ist mit diesem komischen Gefäß hier? Es ist noch Kerosin da. Na, du kleiner Köter. Bleib schön drin. Da rennt er rum. Gucken euch an. Also egal, wo man hin will, die wittern uns und die wollen uns den ganzen Tag fressen. Oh Mann, ey. Naja. Eieiei, der öffnet die Tür so brutal, da kriegt man ja schon Angst. Okay, gehen wir weiter. Ich habe jetzt eine Chemikalie. Ich habe keinen Schimmer, was ich damit machen soll. Ich meine, Gärtner bin ich bestimmt nicht. Okay, Chemikalie. Ein chemisches Mittel zur Vernichtung von Pflanzen. Ach so. Okay, was ist hier? Keine besonderen Merkmale. Okay, ich muss damit also eine Pflanze kaputt machen. Habt das gehört? Eine Pflanze. Und hier ist ein Fenster. Ich hoffe, dass die blöden Hunde auch draußen bleiben. Ah, die Sicht wechselt sich immer so katastrophal, dass man hier auch nicht durchblickt. Okay, gehen wir hier rein. Na, was haben wir denn hier? Eine schöne Tür. Ich öffne sie. Und ein Raum, wo ein Gemälde ist. Und da steht, da ist ein Spartaner drauf. Nein. Oh je, ich glaube, die Tür bewegt sich, wenn sie Bock hat, oder?
Ich habe keinen Bock, zermatscht zu werden, liebe Leute. Ich gehe mal jetzt hier raus. Was soll denn das jetzt wieder für ein Quatsch sein? Also der Architekt, ne, der hat sich bestimmt gedacht, hier, das war. Oh, wo bin ich denn hier? Der hat sich bestimmt Gutes dabei gedacht. Kann ich das mitnehmen? Yes. Dann habe ich doch jetzt zwei, oder? Oder? Ja. Cool. Wenn ich jetzt einen Zombie packe, kann ich damit entkommen. Zumindest kann ich ihn von der Ecke wegklatschen. Hier ist nichts Interessantes. Oh, da ist ein Farbband, das brauche ich jetzt aber nicht. Und noch eins. Toll, da ist das Gewehr versteckt, das ich brauche. Und ich lasse mich raten, liebe Leute. Ich nehme das Gewehr, irgendwas passiert mit diesem Haken da und dazu lege ich dann das alte rein. Und bin wieder glücklich. Jetzt habe ich natürlich voll gepackt und kann wieder nichts machen. Oh, Leute, nö. Aber er ist ja auch nicht in der Lage, die Knarre auf den Tisch zu legen und zu sagen, yo, ich lege das kurz weg, hab Platz und pack's. Nein. Negativ. So könnten wir nicht denken. Okay, gehen wir raus. Ich weiß jetzt, hier gibt's eine Knarre. Und die Knarre will ich haben. Okay, wir gehen jetzt erstmal weiter. Vielleicht finden wir hier auch noch einen Speicherplatz. Bevor ich jetzt hier ganz verzweifle. Genau, ich denke, dass die Wand dann zugeht, wenn ich das blöde Gewehr nehme und kein anderes Ersatzgewehr habe. Hätte ich aber nur bekommen, wo ich da reingegangen bin, in diesen Raum da. Also sind die schon wichtig. Hä, jetzt gehe ich wieder zurück, da will ich aber nicht zurück. Ich will da rein. Okay, jetzt nochmal. Boah, ist das wieder irrgartenmäßig. So, genau, da war ich drin. Jetzt gehen wir weiter. Eine große Tür. Oh je, oh je, oh je. Was ist dahinter? Wieder ein Badezombie oder was? Mit einer Badehose an. Oh, ein Stuhl und eine Tür. Ja gut, ich zwei Türen sogar. Nein, gehen wir mal rein. Das ist das WC, oder? Was haben wir denn Zombies? Wenn ja, töte ich sie. Wenn nicht, töte ich sie nicht. Oh, je. Oh, oh, na, töte ihn! Ich habe ihn nicht gesehen. Yeah, weggesprengt. Und nochmal ein Headshot hier. Bam! Und komm, stirb, fall um. Grunz doch nicht so blöd. Der lebt immer noch, weil er ist. Kommt einer von hinten? Nein, von oben. Ja! Er knurrt wie ein kleiner Hund hier. Was ist los? Ah, er ist tot. Kann ich das Messer mitnehmen? Okay, Leute, ich fühle mich echt nicht wohl, wenn ich weiß, hier rennen so viele Zombies rum. Deswegen werde ich jetzt mit meinem interstellaren Kadaverkörper hier hochrennen und das Zombie wegknallen. Ich hab doch geschossen! Der kotzt! Wieso spuckt? Hallo, tötest du ihn jetzt? Ja, Kopf ab. Mein Gott, nee, das sabbert er mich an, du, ohne Witz. Muss ich für die Zombies noch Schlabberlätzchen mitnehmen oder was? Jetzt bin ich auch noch in Warnung. Jetzt kann ich mich noch nicht mal voll essen, weil ich keinen Platz hab. Gut, da ist noch eine Tür. Hier bin ich jetzt hergekommen, oder? Alter, was? Ja, genau. Ich bin hier rein, dann habe ich mich erschreckt. Und hier ist eine Tür. Okay, jetzt gehen wir mal hier rein. Bitte lass es ein riesengroßer Koffer sein, wo ich jede Menge Sachen ablagern kann. Ja, ich habe sogar recht gehabt. Ha, Gott, was ist das? Schnaps? Oh Mann. Hier liegt jede Menge Zeug rum. Okay. Gott, hier ist auf jeden Fall was zu speichern. Das ist schon mal wichtig. So, das tun wir rein. Chemikalien tun wir rein. Die Knarre brauche ich. Und ja, okay, jetzt nehmen wir erstmal Munition. Pistolenmagazin nehmen. Yes. Ich habe ja gerade wieder sinnlos getötet. Deswegen kombinieren. Hier rein, vier Munition über. Tun wir noch den Snaps nehmen hier. Was haben wir denn da? Treibstoffkanister mitnehmen. Ja, muss ich natürlich voll machen wahrscheinlich. Hä? Treibstoffkanister. Was ist denn hier los, ey? Kann ich hier irgendwas bauen, so wie MacGyver? So, die Pflanze muss ich noch reinputzen hier. Da blinkt noch was. Achso, das ist die Schreibmaschine. Hier haben wir noch einen Kanister. Es ist noch Kerosin da, jetzt ist die Frage. Okay, wir probieren es mal, komm. Was soll der Geiz? Wo ist es? Unkraut von nicht. Treibstoffkanister. Yes. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit vorhabe, aber es ist noch Kerosin da. Kanister auffüllen? Ja. Sie haben ihren Kanister mit Kerosin gefüllt. Cool. Treibstoffkanister. Munition. Ja, jetzt ist die Frage, nehme ich es mit? Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Platz, weil ich will jetzt erstmal ein paar Sachen holen hier und dann gehen wir nachher
wieder auf die Suche. Speichern wird. Na. Okay, warte, wir holen jetzt eben die Pflanze, essen was und dann speichern wir kurz. Sollten wir tun. Man weiß ja nie, was passiert und wir haben jetzt schon viel entdeckt hier und wenn ich jetzt mal aus Versehen sterbe, dann war's das. Deswegen, ich klatsche mir jetzt die Pflanze rein hier. Ich meine, ich esse auch immer Gras im Garten und dann fühle ich mich besser. Wer macht das nicht? Verwenden. Und ich bin wieder grün, voller Gesundheit, absolut fit. Und jetzt gehen wir hier rein. Aber es ist cool, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Speicherplatz. Punkt hier. Da. So, gehen wir mal hier lang. Jetzt muss ich wieder hier ran, ne? Das ist natürlich alles nicht hin und her geklickse hier. Farbband bitte hätte ich gerne. Nein, Farbband hätte ich gerne. So, hier rein, mit hier. Benutze ich, dann bin ich glücklich. Einmal die Schreibmaschine. Yes. Nein, ich will die Schreibmaschine. Oh, und wieso kommt der alte Schlüssel noch einmal hergezaubert hier? An der Schreibmaschine, Wahnsinn, ne? Ja, natürlich. Jetzt haben wir, ich weiß noch eine Tür, wo ich rein muss damit. Wahnsinn, ey. Jetzt kommen wir da auch rein. Sau gut, ey. Sau gut. Ich würde sagen, tun wir den trotzdem mal eben weg, weil ich weiß noch nicht, ob ich noch was finde. Und deswegen packen wir mal rein. So. Jetzt holen wir uns erstmal das Gewehr, dann fühle ich mich schon mal wieder ein bisschen stärker. Bevor ich jetzt hier weiter in das Mysterium reinrenne, hier hole ich jetzt erstmal das Gewehr. So, danke schön für den schönen Tag hier. Der Typus sieht aus, als würde er gleich auseinanderfallen. Trotzdem hindurchgehen. Ja. Scheiße, ey. Ich hoffe, dass ich hier nochmal reinkomme. Muss halt vorsichtig anfassen, dass da jetzt auch wieder raus. Der Türgriff. Nein, es hat sich schon der Türgriff gegen mich verschworen. Aber ihr wisst ja, wenn man irgendwo eine fette Knarre findet, weiß es nie, was tut es. Ne? Da kommen entweder größere Gegner, die mich fressen wollen, oder man, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gefällt mir das nicht. So, die Wand sieht echt immer noch böse aus. Jetzt packen wir das Ding da rein. Ich brauche die nämlich. Gewehr, gib mir das Gewehr. Gewehr. Yes. Genau, jetzt geht's hoch. Die Wände brechen zusammen, die Welt geht unter. Und jetzt habe ich natürlich gerade zufällig ein altmodisches Teil dabei. Und schon bin ich wieder glücklich. Nehmen wir Farbband mit. Für die Box. Das, ja, nehmen alles mit hier. Kann ja nicht sein, dass ich irgendwas vergesse oder so. Herrlich, die Wand hätte mich wahrscheinlich zerquetscht oder so. Ja, jetzt gehe ich mal ganz kurz auf Prüfen. Was haben wir denn da? Dickes Gewehr für 12 Kaliber Munition. Eine Waffe mit hoher Reichweite. Ah, damit kann ich also weit ballern und 6 Schuss. Ich werde die auf jeden Fall drin lassen, komme was wolle. Aber wenn irgendwie kommt, ich muss es einfach abknallen. Komme was wolle. So, jetzt gehen wir da durch. Und fühle ich mich schon mal wieder ein bisschen sicher. Und das geht voran hier. Werde schon irgendwas finden, um diesen Schlüssel da hinten zu ersetzen. So, da sind wir rein. Da konnten wir es abliefern. Jetzt habe ich noch Platz, ja. Jetzt ist hier auch noch eine Tür. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Die Tür ist verschlossen. Das Wappen der Spencers ist in den Türgriff eingraviert. Okay. Oh, shit! No, everybody! No. Zack, und da hängt das Messer drin, aber er lebt immer noch. Ah, oh, stirb jetzt, Mann. Hau weg da. Geil, was ist jetzt? Granate im Maul, oder was? Ah. Yeah. So gefällt mir das. Erstmal die Granate im Maul stecken. Tja. Ich hab den gar nicht gesehen, ne? Okay, ein Rüstungssymbol. Also, das brauche ich auch. Die Tür. Da kommen wir nämlich. Wenn wir den endlichen Schlüsselersatz gefunden haben. Und was ist das hier? Die Haustür oder was? Oi. Oh, hier kommen wir noch raus. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Mich gruselt es jetzt schon wieder. Weil draußen sind die scheiß Hunde und die gehen mir richtig auf den Nerven. Boah, Leute. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, ein Gefühl zu haben, dass ich nur dieses Knarre hier in dem. Boah, Alter, wie der da steht, ey.
Ich hab eine Knarre. Okay, renn damit. Aber so. Da kommt was. Ah! Boah, von hinten kam er an. Hat er gedacht, ja, hast du gedacht, ne? Kommt der alte Gulaschhund hier. Wir haben direkt mal weggeschlachtet hier. Gott, ich hab noch gehört, so gluck, gluck. Komm mal angesprungen. Okay, was haben wir hier? In der Einbuchtung steht geschrieben, stirbt. Nein, der Schänder des verfluchten Sarges. Ja, immer diese Schänder. Okay, was haben wir hier? Eine verfluchte Tür. Die Tür ist verschlossen. Und jetzt muss ich den Schänder suchen, oder was? Gib mir den Schänder. Der Schänder des verfluchten Sarges. Ich war ja am Anfang da. Und hab doch da das Buch gefunden. Wisst ihr noch? Der Sarg, der da oben hängt. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich diesen Sarg irgendwie runterbekommen. Und damit ich dann wahrscheinlich da irgendwas rausbekomme, was ich da einsetzen kann. Cool. Oh, blinkt da was? Okay, wir haben noch einen Schlüssel gefunden. Ich weiß, wo ich den einsetzen muss. Und vielleicht muss ich wieder ganz zurücklatschen. Und wir können auch die Treppe hoch, genau. Okay, das machen wir. Also, ich weiß auf jeden Fall noch, wo ich hin kann. Und ich habe das Vieh weggeklatscht da mit einem Schuss. Das hätte mich auf jeden Fall wieder 3, 4 Schuss gekostet von Pistole. Da kann man schon mal ab und zu einmal schießen. Kann ich das Wasser wieder mitnehmen? Jawohl. Super. Habe ich wieder ein Gratisleben dabei. Da war graviert, da war verschlossen. Gehen wir nochmal rein hier. Wahrscheinlich komme ich nachher nicht mehr raus, weil der Türklinke abgebrochen ist. Und dann sage ich, nö. Bitte nicht. Gut, gehen wir nochmal hier rein. Hier war nämlich alles, was man braucht. Ich speichere auch nochmal. Na, ich habe gerade erst gespeichert, ne? Aber ich weiß zumindest, ne, ich heb mal auf die Dinger. Ich muss nicht alle 5 Minuten speichern hier, oder? Ja. Soll ich nicht? Komm, wir speichern einmal. Ich habe die Knarre geholt, ich habe das alles. Was soll's? Sicher ist sicher, ne? Fahrbahn verwenden. Ja, bitte. Inhalt wird geladen. Geladen, gespeichert. So gefällt mir das. Sehr schön. Habe ich alles. Jetzt gebe ich den Quatsch wieder ab hier. Die Knarre nehmen wir mit hier. Komme, was wolle. Die lasse ich nicht mehr los. Wir haben noch Treibstoff. Wir haben noch Insektenspray. Wir haben alles dabei. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, hallo. Hallo? Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Und dann werde ich natürlich, ich habe noch einen, so einen kleinen Schlüssel, den ich verwenden kann. Den werden wir jetzt noch rausholen, damit ich auch gleich weiß, was ich machen wollte. Da ist er. Und wir müssen hier noch hochlatschen. Also haben wir auf jeden Fall noch was vor. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.